So, meine Lieben, da bin ich auch schon wieder, startklar den Kampf erneut zu versuchen und hoffentlich diesmal nicht zu verrecken. So, das ganze Geblubber muss ich euch ja nicht nochmal zeigen, das überspringe ich jetzt so, einfach. So, jetzt wird Lord Sami ganz unauffällig. Das Schwatzen ist erstmal ganz cool. So, wenn du es uns nicht sagen willst, vielleicht lüge ich ihn an. Überall erzählen, funktioniert dass das wir ja dich diesmal. Hör auf, mir dazwischen zu labern. Damit dein Bruder sich zeigen muss. Und dann haben wir ihn. Unter anderen Voraussetzungen wäre das vielleicht ein guter Plan. Aber ihr solltet nicht zu sehr darauf wetten. Und warum nicht? Ich bin nach Königsmund gekommen, um meinen mordenden Bruder zu finden und an ihm die Rache unserer Familie zu verüben. Glaubt ihr wirklich, er käme aus seinem Versteck, um mir zu helfen? Das bezweifle ich stark. Verdammt! Warte, Beiler. Du lässt ihn doch nicht so davonkommen. Ich habe ihn zu dir geführt. Was ist mit meinem Anteil? Halt die Klappe, du alter Knochensack. Du hast uns hier einen dürren Hasen gefangen. Da gibt es nichts zu holen. Das Glück ist heute auf deiner Seite, mein Hübscher. Wir lassen dich weiterziehen. Einen Groschen für einen durstigen Mann. Hätte ich gewusst, dass das so einfach sein könnte, hätte ich ihn von vornherein beschwatzt. Mann, diese Leute hier in der City wollen mich einfach immer nicht ausreden lassen. Okay, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Diesmal ohne Kampf. Beschwatzen reicht vollkommen aus. Scheinen auf die Worte eines Lords wirklich was zu geben. hier muss ich nie lang. Halt die Fresse! Da ist noch jemand, der mit mir reden will. Nein, ich habe kein Mitleid. Da, du schon wieder. Mann, was willst du denn diesmal? Du musstest also für sie Ausschau halten, nicht wahr? Da sie jetzt weg sind, bist du ganz allein. Und du wirst die Folgen deiner Handlungen zu tragen haben. Bitte, oh bitte, Milord. Ich hatte keine andere Wahl. Genug. Deine Lügen nützen dir nichts. Gnade. Glaubt mir, dass ich beschämt bin, Milord. Ihr wart so gut zu mir. Habt Erbarmen mit einem alten Mann. Mit meinen gebrechlichen Händen kann ich nicht mehr arbeiten. Wenn sich die Gelegenheit für einen kleinen Verdienst ergibt, wie könnte ich da Nein sagen? Und jetzt weiß ich auch, warum der im letzten Part so davongelaufen ist wie so ein Dieb. Einfach nur, weil er einer ist. Ganz ehrlich, egal ob man alt ist oder jung, es gibt immer irgendwas, was man machen kann in diesen Zeiten, wo die dort leben. Und wenn er nur irgendwie eine Suppe umrührt oder irgendwas ist doch vollkommen Hulle. Oder er hat Kinder. Zu den Zeiten war es doch noch so, dass die Kinder ihre Eltern verpflegen müssen, sobald die zu alt sind dafür. Für mich ist das keine Ausrede. Er verdient den Tod. Feuer läutert, alter Mann. Es hört nicht auf, nur weil jemand darum bettelt. Genau wie ich. Kann ich noch nicht mal ausrauben und mir mein Geld zurückholen? God damn it. Mit dir kann ich nicht reden, ne? Nö. Okay, vielleicht muss ich hier außen rum. Ja, hier kann ich durch. Sehr schön. Vielleicht... Hallo? Da war schon lange keine... Ich muss hier lang. Hallo? Hallo? Was geht denn da hinten ab? Da gehe ich halt außen rum. Jesus. Ihr nervt. Kann ich hier hoch? Oh nein, da liegt was. Juhu, Geld gefunden. So, da möchte ich jetzt aber... Seid ihr böse? Seid ihr gut? Wollt ihr auf Fresse? Huch. Was? Was habe ich denn getan? Jo, was habe ich euch getan? Alter. Seid ihr scheiße oder so? Was zum Henker habe ich euch denn getan? Komm schon. Warum bin ich so langsam? Okay.
Ich habe keine Ahnung, warum der gerade so langsam zuschlägt. Echt nicht. Tut mir leid. Brennendes Schwert ist immer cool. So, los geht's. Ab zum nächsten. Diesmal könnt ihr mich mal. Oh, mein Schwert brennt nicht mehr. Wollen wir doch mal eben ändern. So. Ich finde das voll geil, dass ich bei ihnen die Schwerter und oder die Waffen generell anzünden kann. Ist richtig cool. So. Ihr Spasten. Seit wann ist es eigentlich zu dieser Zeit erlaubt, dass man Lords mitten auf einer Straße angreift? Das ist mir ja ganz was Neues. Alter, ich speichere mal zur Vorsichtshalber. Man hat ja letztes Mal gesehen, was passiert ist, wenn ich mit einem Kampf überfordert bin. Da ist ja nichts Tolles bei rausgekommen. So, auf jeden Fall müssen wir hier irgendwie... Die Sarwick-Residenz ist nicht weit von hier. Ja, ey, Typi, das ist vielleicht schön für dich, dass die nicht weit von hier ist, aber wie zum Henker soll ich da hinkommen, wenn mir irgendwie von überall der Weg versperrt wird? Mann. Latsche ich halt noch 500 Mal im Kreis hier irgendwie. Hallo? Dafür kann ich aber ein paar Sachen mitgehen lassen. Das ist ganz okay. Mann, jetzt hör doch mal auf zu laggen da. Spaß. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Oh, hier sollte ich, wie es scheint, auch hin. Okay. Die Männer der Wache. Sie sind gekommen, um Sarwick zu holen. Tod dem Vatermörder! Halt ihn! Das sind nur Bedienstete, Lord Vex. Macht ihr Witze, sonst ist da niemand. Nein, Milord. Gavin ist nicht hier, Ser Valar. Valar, du Spast. Valar. Ich suche deinen Herrn, Gavin Sarwick. Du kannst ihn nicht retten, aber du kannst dich selbst retten. Wo ist er? Oh! Wir wissen nicht, wo er ist. Er war monatelang nicht hier. In den roten Bergfried mit ihm. Seine Augen glänzen total. Nein, ich habe nichts getan. Ich weiß nichts. Lasst mich gehen. Lambert, nein, lasst ihn in Ruhe. Ich bitte euch, Sir. Gnade, Milord. Mein Ehemann ist ein guter Mensch und der Krone treu ergeben. Er weiß nichts. Was? Und der soll Lord dieses Landes werden? Jana, Jana, nein, warum bei den Sieben? Jana! Wie furchtbar! Ich glaube, ich bin ziemlich böse. Sir, die Menge ist aufgebracht. Na und? Vex, bewache mit deinen Männern das Haus. Falls ich irgendetwas aus seinem Knecht herausbekomme, erfahrt ihr es. Ich will nicht gegen ihn kämpfen, bitte. Der hat eine viel fettere Rüstung als ich. Bitte nicht. Alistair. Ah, danke. Also waren die Gerüchte über deine Rückkehr wahr? Dieser rote Priester, der mitten in der Zeremonie wie ein Geist aus der Vergangenheit auftauchte, das warst du. Bist du zurückgekehrt, um der Hinrichtung deines Bruders beizuwohnen? Gavin wurde verhaftet? Noch nicht. Aber es sollte nicht mehr lange dauern. Dafür werde ich persönlich sorgen. Musst du wirklich unsere Bediensteten umbringen, um unseren Bruder zu finden? Oh, jetzt sind wir Brüder. Als Kinder stand das außer Frage. Ich war in deinen Augen nur der Bastard. Jetzt diene ich der Königin. Und meine Befehle lauten, deinen Bruder, den Vatermörder, hinter Schloss und Riegel zu bringen.
Ja, aber deswegen heißt es nicht, dass du meine Angestellten, wie auch immer, ermorden musst. Gavins Dienerschaft hatte doch sicher nichts mit dem Tod unseres Vaters zu tun, Valar. Woher willst du das wissen? Aber du kannst dir sicher sein, dass ich sie zum Reden bringen werde. Und es heißt jetzt Ser Valar. Lord Tywin Lannister höchst selbst hat mich zum Ritter geschlagen. Das überrascht mich nicht. Die Mächtigen umgeben sich gerne mit tollwütigen Hunden. Ich tue nur das, was von mir verlangt wird und werde entsprechend belohnt. Ein Lannister begleicht stets seine Schuld. Du bist kein Lannister. Ja, aber zu welchem Preis? Sag mir, wie kommt es, dass die Krone dir persönlich diese Aufgabe anvertraut hat? Angelegenheiten wie diese erledigt gewöhnlich die Wache. Aber die Königin hat verlangt, dass einer ihrer Getreuen sich darum kümmert. Nach allem, was ich ertragen musste, als wir jung waren, kann ich dir versichern, dass es mir eine Freude ist, diese Aufgabe auszuführen. Außerdem könnte mir Gavin als rechtmäßiger Erbe in den Weg kommen. Aber sobald er seinen Kopf verliert, bezweifle ich, dass er mich noch länger belästigen wird. Verlass dich nicht darauf, Valar. Ich bin zurückgekehrt und habe die Absicht, dich von deinen Verbrechen abzuhalten. Welche Ansprüche und Pflichten du auch immer gegenüber den Sarriks hattest, du hast ihnen vor langer Zeit den Rücken gekehrt. Flussrad wird bald mir gehören und niemand wird mich aufhalten. Toll, ich will ihn jetzt nicht beleidigen, ich will nicht gegen ihn kämpfen, aber eigentlich muss ich es, weil, hallo, das ist ein Bastard, der kann hier nicht einfach so tun, als wäre er jetzt ein Blaublut oder sowas, es geht nicht. Du bist ein Bastard, Valar. Du kannst kein rechtmäßiger Lord werden. Natürlich. Der Bastard muss den Mund halten, während der rechtmäßige Sohn spricht. Das ist doch zu einfach, oder? Was auch passiert, ich werde der Lord von Flussrad sein. Und doch kannst du nicht ignorieren, dass ich mit deiner Schwester Ilyana verlobt bin. Bei allen Gesetzen des Reiches. Flussrad wird an mich fallen, sobald wir verheiratet sind. Und du kannst nichts dagegen tun. Wie du siehst, werden die Interessen der Sarriks bald meine eigenen sein, lieber großer Bruder. Es war an der Zeit, dass sich jemand dieser Angelegenheiten annimmt. Ich habe von dieser Farce gehört. Freu dich nicht so früh, Valar. Ich werde das beenden. Diese Verbindung wurde von der Krone gebilligt. Und Ilyana hat vollauf zugestimmt. Du siehst, es wurde an alles gedacht. Auch an Gavin, den man finden und für seine Tat verurteilen wird. Es ist der königliche Wille, Alistair. Es wäre nicht klug, sich dem entgegenzustellen. In the Game of Thrones, you win or you die. Nichts ist von Dauer. Die Krone wird sich erst anhören, was ich zu sagen habe. Ich werde eine Audienz ersuchen und dann werden wir sehen, was aus meinem Bruder und dieser Heirat wird. Du bist hinter Gavin her. Du willst Ilyana heiraten. Von einem Tag zum anderen willst du vom Bastard ohne Abstammung zum Erben von Flussrad werden. Versuche nicht, mir weiszumachen, dass du damit zufrieden bist, dich dem königlichen Willen zu beugen. Das führt zu nichts. Sobald meine Rechte wiederhergestellt sind, werde ich wieder Lord Sarwick sein. Und ich werde meinen Bruder finden. Das glaube ich kaum, denn ich bin für die Angelegenheit zuständig. Das Sarwick-Haus wird bis auf Weiteres verschlossen bleiben. Die Stadtwache wird ein Auge darauf haben, also bleib diesem Haus fern. Stell dich mir nicht in den Weg, Alistair. Ich warne dich. Verlass dich darauf. Wir sehen uns wieder. Also, das Haus ist... Na egal, erstmal mit Hubert reden. Sag mir, ich hab dich zuvor in den Fängen der Goldröcke gesehen. Du bist ein Diener von Gavin, nicht wahr? Lasst mich in Ruhe! Ich habe nichts falsch gemacht! Ich bin ein Niemand! Ich weiß nichts! Entweder hat er höllische Angst oder er hat was zu verstecken. Aber ich bin mal nett. Beruhige dich, ich gehöre nicht zu ihnen. Du hast nichts zu befürchten. Nichts zu befürchten? Das haben sie auch zu Jana gesagt, bevor sie hinausgeschleift haben. Arme Jana. Vielleicht war sie eine blöde Kuh, die mir immer Predigten über meine starke Trinkerei gehalten hat. Aber das hat sie nicht verdient. Im Namen der Mutter, das hat sie nicht verdient.
Wenn Lord Garvin das Unglück sieht, das seinem armen Haushalt befallen hat, wird er nicht erfreut sein. Er wird eher wütend sein. Übrigens, ich heiße Alistair Sarwick und bin sein Bruder. Ich bin hier, um ihn zu finden. Erzähl mir, was hier geschehen ist. Oh, im Namen des Vaters. Ich arme Schwein. Der Bruder von Lord Garvin. Ich bitte untertänigst um Entschuldigung, Milord. Das wusste ich nicht. Ich bin Hubert, der Stallbursche eures Bruders. Mit allem gebotenen Respekt, er hat nicht oft über die Familie gesprochen. Um ehrlich zu sein, hat er nie erwähnt, dass er einen Bruder hat. Das überrascht mich nicht. Wie hätte es auch anders sein können? Garvin war noch ein Kind, als ich Flussrad verlassen habe. Wieso? Ich werde mit dieser Sache keine Zeit mehr vergeuden, Stallbursche. Aber wisse, dass ich hier bin, um zu helfen. Erzähl mir bitte, was geschehen ist. Die Stadtwache hat sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und wollte mit dem Herrn sprechen, aber sie haben ihn dort nicht vorgefunden. Wir haben ihn hier auch schon lange nicht mehr gesehen. Manchmal hat er uns Anweisungen geschickt. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir einen Brief erhalten. Lambert, der Haushofmeister, hat ihn aufbewahrt. Er konnte nämlich lesen. Deshalb haben sie ihn mitgenommen. Er wusste etwas mehr als die anderen. Die Mutter erbarme sich seiner. Oh Gott, dammit, was ist das denn jetzt hier für eine Verschwörungstheorie in allen Richtungen, ey? Damn, ich musste den Brief haben. Das scheint wichtig zu sein. Hat der Haushofmeister den Inhalt des Briefes erwähnt? Ja. Er sagte, dass Lord Garvin sich auf dem Weg nach Königsmund befindet und dass wir für seine Ankunft Vorbereitungen treffen sollen. Aber wenn ich an seinen Gesichtsausdruck beim Lesen denke, stand da noch etwas anderes. Und das waren keine guten Neuigkeiten. Weißt du, was mit dem Brief passiert ist? Die Goldröcke haben das Haus durchsucht. Entweder haben sie ihn gefunden und mitgenommen, oder er liegt noch irgendwo herum. Ich will euch außerdem nicht vorenthalten, dass neulich der Brief einer Frau eingetroffen ist. Er war parfümiert. Den hat Lambert recht schnell verschwinden lassen. Er hat gesagt, dass das die privaten Angelegenheiten von Lord Garvin seien und dass darüber nicht geklatscht wird. Was hat er damit gemacht? Lambert hat immer alle wichtigen Dokumente in einem besonderen Versteck aufbewahrt. Es ist oben in seinem Zimmer. Interessant. Mit etwas Glück haben die Wachen das Versteck nicht gefunden. Ich brauche diese Briefe. Habt ihr die Goldröcke vor der Tür gesehen, Milord? Das ist gefährlich. Erstmal gucken, ob er noch weiß. Garvin hatte einen ziemlich großen Vorsprung. Er hätte schon längst den Königsmund eingetroffen sein sollen. Du sagst, er war nicht hier? Nein, Milord. Und das ist auch gut so. Die Männer der Stadtwache kommen immer wieder und stellen Fragen über ihn. Sie haben uns erzählt, dass Lord Garvin ein Verbrecher ist. Sie haben uns sogar einen Haufen Gold für seinen Kopf versprochen. Seitdem haben es alle Halunken in Königsmund weitergesagt. Gestern haben drei von ihnen versucht, aus mir herauszuprügeln, wo er ist. Lambert hat mich danach nicht mehr aus dem Haus gehen lassen. Und heute sind die Goldröcke gekommen, als wüssten sie, dass der Herr zurückgekehrt ist. Aber sie haben sich geirrt. Niemand hat ihn gesehen. Ich muss einen Blick hineinwerfen, aber die Männer der Stadtwache bewachen den Eingang. Kennst du noch einen anderen Zugang? Vielleicht. Die Falltür, die in den Keller führt, hinter dem Haus. Bewachen die Männer der Stadtwache die nicht? Keine Ahnung. Aber sie interessieren sich nur für Garvin und nicht für das Haus selbst. Gehen wir. Zeig mir den Weg. Na gut. Aber wir müssen uns beeilen. Hier will ich nicht bleiben. Achtung, Milord! Wow! Alter! Was hat der denn auf einmal für ein Speed drauf? Ich wollte noch gerade was zu den Dialog sagen. Auf einmal ist er schon da hinten im... Boah, Alter! Ey, krasse Sache, was hier abgeht gerade. Ich laufe einfach mal hinterher. Und ja, ich habe da gerade einen Dialog einfach nicht angesprochen, ich weiß. Ich hoffe, da war jetzt nichts Wichtiges. Aber ich will den nicht aus den Augen verlieren. Ah, da, wo ich vorhin schon war. Hier ist es. Seht ihr die Falltür dort? Sie führt in den Keller. Praktisch und diskret.
Ich habe sie oftmals benutzt, wenn ich aus der Taverne zurückkam. Und keine Wache in Sicht. Perfekt. Sobald ihr unten seid, geht ins unterste Geschoss. Seid vorsichtig, der Keller ist nur schlecht beleuchtet. Lambert hat die wichtigen Dokumente immer in einer kleinen Nische hinter einem alten Schild in seinem Zimmer versteckt. Der Brief der Frau sollte dort sein. Und der andere Brief, nun, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Durchsucht am besten alle Räume. Vielleicht ist er noch dort. Ich finde ihn. Keine Sorge. Mögen die Sieben mit euch sein, Milord. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal eine Aufgabe. Und da mir angezeigt wird, dass ich hier hin soll, laufe ich jetzt einfach, egal wie dumm es ist, nochmal zurück. Weil ich möchte mit diesen zwei Dialogen sprechen, die da waren. Wenn ich sie wiederfinde, heißt es. Weil es interessiert mich schon, was die Leute hier zu sagen haben. So ist es ja nicht. Die Massen sind wankelmütig, nicht wahr? Gerade eben erst haben sie alle gegen die Verräter aufgeschrien und wollten sie aufknüpfen. Die Frau stirbt und sie wenden sich ab. Entsetzt und plötzlich fromm. Wenn ihr meine Meinung wollt, ist das ein perfektes Beispiel für menschliche Scheinheiligkeit. Diese Frau war unschuldig. Die Menschen mögen es nicht, wenn ein Soldat damit durchkommt, bei Tage einen Unschuldigen zu töten. Es könnte morgen durchaus sie treffen. Egal, ob sie es verdienen oder nicht. Sie können nichts dagegen tun. Das ist keine angenehme Vorstellung. Ein interessanter Gedanke, Milord. Ich glaube allerdings, dass sie so schnell wie möglich versuchen werden, den Vorfall zu vergessen. In einer Woche oder einem Monat werden sie die nächste Hinrichtung mit dem gleichen Eifer verfolgen. Und hier bin ich und kann meinen Mund nicht halten. Ich habe euch schon lange genug aufgehalten, Milord. Mögen die Sieben euch beschützen. Unschuldige zu töten ist ja nicht das Gelbe vom Ei, ne? Aber dass die so... Mann, das ist halt ein armes Völkchen hier, weißt du? Die haben halt nichts, ne? Und da ist so eine Hinrichtung wie irgendwie Internet für uns oder so. Naja, was soll's? Was will denn der Offizier? Was denkt ihr, wo ihr hingeht? Der Zutritt zu diesem Haus ist untersagt. Beruhigt euch, Soldat. Das ist das Haus meiner Familie. Ich darf hier jederzeit eintreten. Ich habe strikten Befehl, niemanden das Haus betreten zu lassen. Nun geht eures Weges. Meinetwegen. Ich kenne den Weg noch. Oh, Entschuldigung. Räusper und so. Oh Mann. Das ist schon echt heavy, was hier... Halt die Fresse, wenn ich gerade anfange zu reden. Aber es ist schon echt heavy, was hier gerade alles passiert, von wegen Hinrichtung und der ist schuld und der ist tot auf einmal und oh, keine Ahnung, das ist echt wow. Niemand ist frei, nur Kinder und Narren sehen das anders. Und ich finde die Story hier auch echt schön. Wenn man hier mit jedem labert, erfahrt man echt eine ganze Weile. Ja, denk daran, regelmäßig zu speichern. Bis zum nächsten automatischen Speichern kann es eine Weile dauern. Fick dich ins Knie. Okay, ich schätze, wir müssen jetzt hier mal alles durchsuchen. Also gehe ich einfach mal ein bisschen lang hier und gucke. Huch. Lauf einfach mal gegen Wände, weil es ist cool. Ich dachte, das soll bewacht werden. Wo sind die denn dann alle? Naja, es soll mich nicht stören, dass hier gerade keiner ist, weil ich glaube kaum, dass man bei diesem Spiel... Oh, lecker Schweine. Bei diesem Spiel so wirklich sneaken kann. Okay, das sieht eklig aus. Pfui Deibel. Mann, fast steh mir nicht im Weg rum. So, hier ist nichts. Da ist noch ein Räumchen, wo ich gucken kann. Was ist das? Achso. Zack. Nein, diese Tür führt auf den Platz. Nicht gerade ein diskreter Ausgang. Da hast du recht, Alistair. Ich wollte doch gar nicht rausgehen. Brief von Gavin, da ist er. Sehr schön.
Oh nein, jetzt muss ich den auch noch vorlesen. Mein getreuer Lambert, Haus Sarvik trägt Trauer. Mein Vater ist von uns gegangen und ich werde beschuldigt, ihn ermordet zu haben. Das alles ist Teil eines Plans, mit dem verhindert werden soll, dass ich meinen rechtmäßigen Erbe beanspruche. Ich bin in großer Eile unterwegs nach Königsmund. Ich muss König Robert sprechen, um meine Rechte durchzusetzen und den bösen Gerüchten über mich ein Ende zu bereiten. Sorgen bitte dafür, dass alles für meine Ankunft bereit ist. Okay. Jetzt fehlt uns nur noch der andere Brief. Aber ich würde sagen, den anderen Brief holen wir dann beim nächsten Mal, weil ich gerade ehrlich gesagt nicht weiß, wie lange wir schon aufnehmen und ich möchte nicht wieder so übelste überlange Parts haben. Deswegen bis zum nächsten Mal. Adios und bye bye.